Wir lassen das hinterm Tisch. Voll geil. Und voll die geile Performance ausgedacht. Hi, ich bin Herr Anwalt. Und ich bin Julia. Und wir spielen jetzt Ja oder Nein. Bist du schon mal weggerannt, weil du etwas Verbotenes gemacht hast? Ja. Was? Ich überlege gerade, ob es verjährt ist. Also ich bin früher oft weggerannt. Auch vor der Polizei. Wirklich? Ja. Boah. Nee, vor der Polizei bin ich noch nie weggerannt. Ich bin einmal aus dem Einkaufszentrum weggerannt, weil wir auf dem Dach mit so Einkaufswagen rumgerannt sind. Und dann hat euch wer gejagt? Ja, der Security-Mensch da. Der war gruselig, das war so ein riesen Oschi. Ich bin doch bestimmt öfters weggerannt. Aber ich habe das alles verdrängt. Bist du schon mal per Anhalter mitgefahren? Nee. Nee. Gruselig. Finde ich auch nicht so eine gute Idee, glaube ich. Also ich muss die Person auf jeden Fall kennen, wo ich ins Auto steige. Ja. Das hat so ein bisschen echt was mit Vertrauen zu tun. Das will ich auch nicht machen. Das ist keine gute Idee. Mach das nicht, Mach Leute. Das auf keinen Fall. Guter Hinweis. Hast du schon mal einen Stromschlag bekommen? Ja. Ich war einmal in so einer Kuhwiese. Boah, so schlimm. Ich wollte mich nur festhalten, aber war nix. Ja, ich habe das selber erlebt. Hast du dich schon auf eine Party gemogelt? Ja. Ja, definitiv. Ich werde generell nie eingeladen, ich gehe da einfach immer hin. Ich werde zwar eingeladen, Spaß. Aber ich bin mal durchaus auf so einer Freizeitfahrt oder so einfach auf so eine Party gegangen. Hast du schon mal einen Korb bekommen? Ja, klar. Aber ich mache auch keinen an. Von alleine. Ach so. Dann kann das auch gar nicht passieren. Ja, ich habe definitiv schon mal einen Kopf im Club oder so bekommen. Hast du schon mal bei einem Date eine Ausrede benutzt, um wegzukommen? Ja. Willst du anfangen? Also okay. Ich habe das schon mal hier beantwortet und habe ich definitiv, also vorher auch abgesprochen und ich habe gemerkt, irgendwie, das funktioniert gar nicht. Wie abgesprochen? Und, ja, mit einem Kumpel abgesprochen, dass er mich dann, der Klassiker halt, dass er dann anruft und dass man dann dringend irgendwo hin muss. Und dann habe ich sie schnell zur S-Bahn gebracht und habe mich verdünnisiert. Und ich rufe sie natürlich an. Aber Jungs, ne, das war kein gutes Beispiel jetzt von mir. Sag dann aber nicht, ich rufe dich an oder sowas. Weil ja, das ist echt gemein. Ja? Das macht man nicht. Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall, habe ich irgendeine Ausrede gehabt und bin einfach früher gegangen. Also früh gegangen. Ja, weil manchmal merkst du doch, das passt ja, irgendwie überhaupt nicht, ja, das war halt nicht, auch oder? So, man hatte so überhaupt nichts zu reden und immer wieder hat so voll gestockt und dann habe ich was gesagt und dann kam irgendwie so eine richtig dumme Antwort. Ich dachte immer so, hä? Ja, und dann... Hast du schon mal deine eigenen Haare geschnitten? Ja. Ja, mach ich immer. Habe ich, aber mache ich nicht immer. Hast du schon mal heimlich das Handy deines Partners gewählt? Ehrliche Antwort? Ja. Also von der aktuellen nicht, aber schon mal in der Vergangenheit. Ja, auch früher so. Als kleines 15-jähriges eifersüchtiges Mädchen macht man das. Aber ist nicht erlaubt. Nee. Und auch nicht gut. Nee. Wer im Dreck wühlt, der findet auch Dreck. Denkst du heute noch manchmal an deine erste Liebe? Ja. Ja, aber jetzt, also... Nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Nee, ich höre auf zu reden. Also ich denke da schon so, ab und zu denkt man da dran. Also ich denke da dran und ich denke dann auch, was gut war, was nicht gut war. Ja, aber der ist auch noch in meinem Freundeskreis, also ich habe gar keine Wahl irgendwie. Warst du schon mal mehr als 24 Stunden wach? Ja. Bei welcher Gelegenheit? Letztes Jahr auf dem Festival. Bei mir war es, wir haben, weiß nicht, gibt es noch LAN-Partys? Macht man das noch? Oh, yes. Also bei uns ging das so gerade los mit Counter-Strike, als ich so 15 war. Und dann hat man LAN-Partys gemacht noch und nöcher das ganze Wochenende. Und da hat man auch sehr, sehr wenig geschlafen. Und da haben wir bestimmt 24 Stunden gezockt. Musste denn hier schon mal jemand ins Krankenhaus? Nee. Ich glaube zweimal. Boah. Warum? Ich glaube, einmal habe ich ein Mädchen aus Versehen den Zahn ausgeschlagen, aber wirklich aus Versehen.
Da war ich auf einer Party und dann habe ich mich umgedreht und bin mit meinem Ellbogen unter ihre Bierflasche gekommen, die sie gerade am Mund hatte. Und dann hat sie sich selber den Zahn kaputt gemacht. Und das andere ist nicht der Rede wert. Aber es ist alles in Notwehr passiert. Ja dann. Bist du schon mal um dein Leben gerannt? Leben? Nee. Nee, ums Leben nicht. Ja. Hört sich gut an, wünsche ich keinen. Ja, super. Okay. Alter, das auf jeden Fall rausschneiden. Ja! Aber ja.